Ei, gute wie, grüße euch, Hof Bergmann 15 hier im LS22. Und ja, ich habe mir schon mal die Mähwerke geschnappt und habe hier angefangen zu mähen. Das werden wir gleich weitermachen. Und in der letzten Folge waren wir ja hier bei Feld 3 auf dem Acker. Das habe ich dem Helfer dann fertig striegeln lassen. So konnte ich einerseits, hatte ich glaube ich noch ein bisschen Honig, den ich noch durchgejagt habe. Warte mal, wo ist denn das hier? Unkraut? Ah, doch, Unkraut ist hier, ja, sehen wir, ist alles weg, ist nichts Grünes mehr. Ja, so konnte ich ein bisschen Unkraut, noch ein bisschen mich um die Bienen kümmern und ja, habe mir dann die Mähwerke geschnappt, bin hier hochgefahren auf die 35 und auch hier unten, hier ist auch schon gemäht. Hab das alles schon mal soweit vorbereitet und ja, jetzt mähen wir noch ein bisschen weiter. Der Helfer hat nichts mehr zu tun. Der ist soweit schon durch. So, warte mal, wir müssen hier sagen. Genau, das ist das da Main. Arbeitsbreite sollte er haben, das passt. Ja, hier hinten müssen ja dann noch die Ballenlager hin. Aber das, ich denke, ich werde die nach und nach bauen, während wir die Ballen dann eben einlagern, weil ich ja jetzt, oder zumindest vorher die Ballen erstmal pressen, damit ich in etwa auch weiß, wie viel zusammenkommt. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, auf der anderen Wiese auch Ballen zu pressen und die dann halt irgendwo einfach nur an den Wiesenrand zu stellen. Denn ich brauche momentan eigentlich nicht wirklich einen Grasschnitt. Ich könnte natürlich, also in die Heutrocknung rein, da ist schon Gras drin, was nicht getrocknet werden kann, weil kein Platz oder nicht ausreichend Platz dafür da ist. Im Fermenter wäre ein bisschen Platz, aber das ist jetzt auch nicht wirklich mega viel. Wir gucken da noch mal rein. Silageherstellung. Da, es ist auch fast voll. Klar, wir könnten hier die 300.000 Liter, könnten wir theoretisch auch noch voll klatschen. Auf der anderen Seite, ja, haben wir mit Ballen mehr, denn wenn wir es dort in den Fermenter reinkippen, wird ja die Wertigkeit von Gras, wird ja runtergesetzt. Also, wenn wir 1000 Liter Gras dort reinfüllen, haben wir nur 900 Liter Siliermaterial dort drin oder so. Und von dem her haben wir da natürlich mehr Silage, wenn wir es über Ballen machen. Da reduziert sich das nicht. Und wir müssen auch keinen Fixfermenter dazu kaufen, der sich verbraucht. Also, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bin nur am Überlegen. Ich hätte auch noch das Lager bei den Schaf- und Ziegenstall bzw. Weide. Da wäre auch noch ein Lager. Das ist noch komplett unbenutzt. Ansonsten die anderen Lager, die ich habe, die sind gefüllt, ne? Ja, wir haben nur noch hier Schafstall. Da ist null. In allen anderen ist was drin. Das heißt, da können wir jetzt nicht sagen, wir machen da was anderes dazu. Das ist wieder das Schöne, irgendwie finde ich bei dem Skript, was Giants dann gemacht hat, wo ja die Halle dann irgendwann dazu kam, dass man da alles gemischt reinpacken kann. Da kannst du Silageballen, Strohballen. Kannst auch noch Paletten dazustellen und so weiter. Da geht halt einfach alles rein. Ähnlich wie ja unser Kühlhaus, wo ja auch viel unterschiedlicher Kram reinpasst und sowas. Das ist halt schon irgendwie nochmal eine Nummer nicer. Aber hier mit den Lagern, da müssen wir uns vorher festlegen, was rein soll. Da können wir nicht gemischt. So, aber das Mähen geht wenigstens ratzfatz. Oh, ich hatte gedrückt zum Heben, aber er hat den Tastendruck nicht angenommen oder wieder als Doppelklick. Passiert mir mit der Logitech-Seitenkonsole auch oft,
man sieht dann teilweise, es zuckt so ein bisschen hoch und geht dann wieder runter oder auch beim An- und Ausschalten und so. Also es sind viele Tasten leider, die manchmal dann gerne als ein Doppelklick durchgehen. Da haben sie 3 Cent bei den Schaltern gespart und ja, wir ärgern uns dann beim Spielen, weil wir 20 Mal drücken müssen, bis es wirklich funktioniert. Nur so, komm. Jetzt hebt er auch an. Jetzt geht es. So, da. GPS senken. Und ja, ist ein bisschen was hier noch, aber ein gutes Stück ist auch schon gemacht. Vorgewände hatte ich ja alles schon vorbereitet und so. Passt soweit. Ja, inzwischen die Gamescom auch rum. Ich war ja nicht dort, hatte ja gesagt, es wäre ganz schön, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr da so rausgefunden habt, was es an Neuigkeiten gibt und so. Ja, geschrieben hat keiner, also ich weiß nichts, keine Ahnung. Ich habe nur mitgekriegt hier die Tornados von LS. Und das eine Video, was Giants uns Partnern hier zur Verfügung gestellt hat, wo man ja auch so ein bisschen die Bodenverformung sieht, wo ich sagen muss, ich finde sie persönlich ein klein bisschen übertrieben. Man sinkt doch den Bildern nach sehr stark ein. Gerade auch auf Feldwegen, die ja doch dadurch, dass da öfter drüber gefahren wird und da wird ja zwischendrin der Boden nicht gelockert. Also da ist ja natürlich der Boden einfach an sich schon was fester. Ich weiß nicht, also kenne ich von hier nicht. Wir haben es im Stream auch mal diskutiert, wo andere gesagt haben, ja, bei uns ist es auch so, da sind die Feldwege sind so butterweich. Da siehst du jede Fahrradspur drin, weil selbst die leicht einsinken. Kenne ich jetzt hier von der Gegend nicht. Ist also wohl scheinbar wirklich einfach regionabhängig. Aber ich persönlich, wie gesagt, finde es ein klein bisschen übertrieben. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie das ein bisschen zurückschrauben. Und das wird ja irgendein Faktor dann sein. Gewicht mal Boden mal Faktor ist dann eben so und so viel, was man einsinkt. Und wenn sie den Faktor ein klein bisschen niedriger machen, ich hätte nichts dagegen, definitiv nicht. Ja, mit den Tornados bin ich tatsächlich mal gespannt. Was ich jetzt so mitbekommen habe, maximal wohl einmal im Jahr. Aber es ist wohl auch nicht garantiert, dass jedes Jahr einer kommt. Macht auf jeden Fall Feldfrüchte und auch Bäume kaputt, wenn ihr Ballen frei rumliegen habt, dann könnten die auch verschwinden. Dann nimmt sich die der Hurricane oder der Tornado oder die Windhose oder wie auch immer wir das nennen wollen. Es ist ja unterm Strich eh alles das Gleiche. Dann nimmt es das einfach mit. Ich habe Interview gesehen hier von DJ Goham und da war das Ganze so, oder Interview, ja, Podcast-Interview quasi war es. Da hatten sie Kermit, den englischsprachigen Community Manager von Giants, dabei. Und der war sich jetzt nicht ganz sicher, ob es reicht, einfach nur ein Dach drüber zu haben, über so einem Ballen, damit er nicht weggenommen wird, oder ob es tatsächlich in einer geschlossenen Halle oder sowas drinstehen muss. Ja, Fahrzeuge nehmen keinen Schaden. Auch Tiere verschwinden wohl nicht. Und wir haben hier nicht dieses typische Ding, Wind ist, wenn das Schaf keine Locken mehr hat. Sturm ist, wenn das Schaf weg ist. Und Tornado ist Schaf da, Schaf weg, Schaf da, Schaf weg. Nee, das haben wir wohl nicht. Also die Tiere bleiben unversehrt, keine fliegenden Kühe und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich noch mitgekriegt, manche Kollegen haben noch groß angekündigt hier, weil es einen Leak gab, wo man die Wasserbüffel sehen konnte und gesehen hat, dass die auf einer Weide drauf sind und so weiter und so. Ha, gucke mal. Dann haben die ja tatsächlich Gameplay und es ist nicht nur eine Deko wie die Rehe. Sorry, Kollegen, wenn ich das mal so sage. Hättet ihr meine Interviews gesehen, dann hättet ihr das schon vorher gewusst.
Das war eine der Fragen in den zwei Videos, die ich da schon gemacht hatte. Und das ja weit vor diesem Bilderleak. Tja, da wart also ihr, die bei mir zuschauen, schon im Vorteil. Ihr habt das schon früher gewusst. So kann's gehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, jetzt nicht wirklich viel mitbekommen. Ach so, Merlot als Marke wurde noch bekannt gegeben. Das habe ich noch mitgekriegt. Das ist natürlich auch cool, weil der Merlot-Teleskoplader, die Agrarvariante dort eben, der hat hinten einen Dreipunktkraftheber und auch Zapfwellenanschluss. Natürlich könnt ihr da jetzt nicht irgendwie riesengroße Geräte mit bedienen, aber zumindest mal für kleinere Arbeiten sollte das reichen. Ob der dann vielleicht sogar ausreicht, hier für eine kleine Rundballenpresse zu ziehen oder sowas, das muss man halt dann mal gucken, wie viel PS der tatsächlich hat, ob der das kraftmäßig hinkriegt. Aber ja, was man zumindest damit machen könnte, wenn wir jetzt hier ja gerade auch in der Grünarbeit drin sind, hier im Weideland, was sicherlich geht, einen kleineren Schwader oder einen kleineren Zeter zum Wenden oder so, das sollte der schon packen. Und natürlich, klar, zusätzlich ist es ein Telelader. Ihr könnt damit super Sachen von A nach B. Und es wird für mich so ein klein bisschen auch Qual, wenn ich dann den 25er das erste Mal spiele, welchen Telelader nehme ich? Denn von Sennewerk, die Lader sind natürlich auch cool, gerade weil man da ja die Kabine dann auch noch so ein bisschen anheben kann. Um wenn man Sachen von weiter oben wegnimmt, dass man da ein bisschen bessere Übersicht hat und so. Also es wird wahrscheinlich drauf rauslaufen, dass ich beide grüne Telelader brauche. Sehneburg und Merlot, weil einfach beides. Es hat beides seine Vorteile. Der Merlot, wie gesagt, der ist ein schöner Lader und Telelader. Wir haben also auch noch eine gute Reichweite. Und er ersetzt eben durch die Zapfwelle und die Dreipunkt. Eben auch so einen kleinen Hoftraktor gleich noch mit. Also, ich glaube, das ist einfach ein Muss auf dem Hof. Und der andere ist dann wirklich so, ja, hat man viele Teleladerarbeiten, dann der noch zusätzlich oder eben dann doch nicht. Weil man vielleicht dann sagt, nee, inzwischen ist die erste Autoload-Mod da oder so, ich lade selber nicht mehr oder so. Das generell natürlich auch die Frage, wie lang wird's dauern im 25er, bis wir so die ersten uns bekannten Skripte haben, wie sowas wie Autoload, wie Autodrive, Cosplay, auch hier VCA oder sowas. Die Frage, wird hier Guidance Steering, wird das vielleicht auch wieder rübergebracht? Ich meine, wir haben ja GPS dann standardmäßig im Spiel. Dort können wir aber zum Beispiel keine Kurse speichern. Das heißt, wenn man jetzt wie hier so einen Mähkurs hat, könnte man nicht dann sagen, ich fahre einfach den gleichen Kurs mit der Ballenpresse, weil dann fahre ich ja genau auf der Schwad. Nee, Kurse speichern geht ja nicht. Das heißt, da wären dann solche Mods ja doch wiederum ganz nützlich. Also, so wie Giants das gemacht hat, ist schon clever, weil man die Modder damit vielleicht auch nicht zu sehr verärgert, weil die Notwendigkeit ihrer Mods doch noch irgendwo gegeben ist. Man hat da schon noch Verwendung, auch wenn das halt ein bisschen spezieller dann ist. Wobei man natürlich sagen muss, dass mit dem GPS von Giants natürlich dadurch, dass es Vorgewende halt gleich mit drin hat und so, natürlich ist einfach irgendwo auch eine sehr, sehr nützliche Sache. Hab jetzt sogar in einem Chat gelesen gehabt, dass das GPS von Giants sogar auch leichte Kurven fahren kann. Das habe ich selber nicht gesehen, keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Vielleicht könnt ihr da mehr zu sagen. Da, wenn ja, dann ab in die Kommentare damit. Denn ich weiß einiges, aber ich weiß eben auch nicht alles. Ihr müsst mir da manchmal auch helfen.
So, da sind wir schon die letzte Bahn beim Mähen. Könnten ja hier mal noch ein schickes Mäherbildchen machen, damit ich was hab für auf Thumbnail drauf. Ja, und dann werden wir mal schauen. Ja, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Die Bresse, das letzte Mal war ja natürlich cool, weil wir dort Siliermittel reinpacken konnten und somit natürlich hier richtig krass viel Material rausholen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die kann halt nur die 125er ballen. Ich wäre so ein bisschen am Tendieren, ob ich mir nicht eine Ballenpresse nehme, die 150er ballen kann. Also eine Presswickelkombi. Es wäre halt natürlich schon. Es wären ein paar Ballen weniger, weil mehr reinpasst. Also, wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste. Aber ja, ich kann ja zwischen den Folgen noch mal kurz überlegen, was ich mir. Da werde ich schon mal. Genau, ich werde zwischen den Folgen, werde ich hier mit dem Händler mal telefonieren, werde mich von dem beraten lassen und in der nächsten Folge schauen wir dann, was es geworden ist. Ich glaube, das hört sich sehr vernünftig an. Und ja, dann natürlich, wie gesagt, Kommentare nicht vergessen. Wenn ihr auf der Gamescom wart, berichtet in den Kommentaren oder bei mir auf Discord, wo auch immer, berichtet, was ihr gesehen habt. Wenn ihr Bilder habt, gerne auch Bilder teilen. Dann kann ich da auch noch ein bisschen dran teilhaben. Und ja, dann Daumen und so weiter nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Machtet gut und bis dahin habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.